Und haben klein angespielt in The Crew 2. Wähle deinen aufstrebenden Stern. Was haben wir denn da? Ich greife nach den Sternen. Der Himmel ist nicht mehr die Grenze. Ich gehe weiter. Entdecken, erkunden, rennen, fahren und noch mehr. Wo du auch hingehst, du findest mich vor dir. Du willst Spaß? Dann gib Gas. Zu Hause ist, wo das Herz wohnt. Mein Zuhause macht 200 Sachen pro. 200 Sachen pro was? Meilen, pro Kilometer. Fehlt irgendwie was, hä? Okay, ich würde sagen, hier haben wir schon mal einen kleinen Abstrich zu machen. Du glaubst, du kannst mich schlagen. Vergiss es. Ich lebe dafür. Glücklich bin ich nur im roten Bereich. Ich muss nicht gewinnen, aber ich will. Lieber glücklich als gut, ich bin beides. Fahr niemals allein. Ich, ein Nobody, gib mir ein paar Minuten. Das ist gut. Ein Fuß aus Blei und ein Willen aus Stahl. Ich mache meinen Weg Meile für Meile. Mein Fahrzeug und ich sind eins. Und dann sind wir wieder am Anfang. Gut, dann nehmen wir hier den Nobody. Halten. Nett animierter Ladebildschirm. Die Ladedauer müsste jetzt langsam mal fertig werden. Man muss immer bedenken, ich spiele das Ganze hier auf der PlayStation 4 Pro. Wenn ihr natürlich dann eine normale PlayStation habt, dann dauert das noch mal länger. Puh. Gut, ich meine, wenn es am Anfang des Spiels jetzt nur einmal ist, ist okay. Aber wenn ich während des Spielens okay, Jungs, na los, solche beeilt euch, es Ladezeiten geht habe, bald ist weiter. schlecht. Ah, Hiroyuki Kata. Hi, nenn mich Hiro. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Live, der Firma, die dieses Rennen sponsert, und ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Die enttäuschen mich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt doch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaube, niemand wartet auf Nobodies. Glaubt mir, zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower. Ruckzuck. Wuppt das Rennen und eure Möglichkeiten und Followerzahlen explodieren. Wir tun unser Bestes. Hiro, mein Freund. Es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgänger tun. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Jo. Es kann losgehen, Kumpel. Hals und Beinbruch. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. So, bin mal gespannt, wie die Steuerung ist. Die Lippensynchronisation, die war ja mal voll für den Allerwertesten. Ich weiß, es geht um die Autos, aber trotzdem hätte man ja zumindest mal die Charaktere ein bisschen hübscher noch gestalten können. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Live Extreme Series, jawohl, da sind wir richtig. Let's go. Sorry, aber die Steuerung ist sehr schwergängig, bin ich nicht gewohnt. Wow, was ist das für eine Steuerung, ey? Nitro gibt's auf jeden Fall auch. Wir sind heute Geil! Hier für die erste Episode der diesjährigen Live Extreme Series. In dieser Saison treten talentierte Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beeindrucken. Und oh Mann, mir, oh Mann, sie sehen oh alle Mann. Zu. Und genauso wichtig ist es für sie, Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Werde Rennfahrer, setz dich in Szene und sieh, wie deine Followerzahlen explodieren.
Ja, ist ja alles ganz nett. Aber ich muss ja hier mehr mit der Handbremse als mit der normalen Bremse arbeiten. Jetzt kommen ja die Karre nicht um die Ecken. Eieiei, was ist das denn? Apropos in die Luft gehen, seht euch diesen Sprung an. Da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Aha. Oh, an die Steuerung muss ich mich erst gewöhnen, ey. Und jetzt wird es bei Live Extreme. Oh, was jetzt? Was geht denn jetzt ab? Wow, ich glaube, ich bin auf Drogen oder hat sich die Welt gerade aufgeklappt wie ein Buch? Was ist hier los? Warum ist mein Boot so langsam? Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt, aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht's euch an! Irgendwie bin ich Letzter. Ja, wieso sind die so schnell? Was muss ich machen? Hinterherfahren? Aber null Chance. Ich drücke hier R2 schon da 100% Gas. Wir sind hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Boah, ja, ey. Oh. Oh, Glück gehabt. Alter, was denn jetzt? Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Oh Mann. Ich glaube, ich habe irgendwie was Falsches zu mir genommen. Here we go. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Einmal Ziel bitte. Jawohl. Aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Ich bin absolut kein Porsche-Fan. The Crew 2. Okay, das haben sie schon mal einen ersten Eindruck verschafft von allen Klassen, die es gibt. Club gewonnen, Units, willkommen zu Motor Nation. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt. Und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen. Oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst. Motorrad können wir auch fahren.
Herzlich willkommen zur Motor Nation. Cool. Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Na, Street Racing haben wir gesehen. Freestyle, das haben wir ja alles jetzt schon gesehen hier, auch mit dem Boot. Dann machen wir doch mal Offroad. So, Rally Motocross, Hovercraft. Interessant. Gratis Fahrzeug gibt es auch. Steigen wir noch mal ein. Also erstmal sehr übersichtlich das Ganze zum Start. Schauen wir mal auf die Ladedauer. Hey du. Ja, hält sich gerade so im Rahmen. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum es geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Ja, aber dann... Du verlierst doch nicht, oder? Nein. So ein Ford Raptor ist natürlich was Geiles, Alter. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn die Bremse versagt hätte? Hättest du den armen Kerl davon ab? War tot gefahren. Und schon los? Keine Ahnung, was hier abgeht. Gibt eine Vorgabe. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Darüber. Am Kakteen, ey. Also die Vorgabe ist schon ganz, ganz, ganz weit weg. Ich hoffe, das können wir so halten. Ich stehe einfach nur voll auf dem Gas. Wahrscheinlich jetzt nicht die beste Strecke, die ich genommen habe. 38 Sekunden, ey. Hack jetzt ab hier. Und jetzt Weitsprung. Wuhu! Wow, 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 wow. Jetzt geht's ab. Aber der Ford Raptor sollte uns sicher sein. Da vorne ist das Ziel. Also hier kann man getrost Vollgas durchfahren. Den hört sich an wie Plastikspielzeug irgendwie. Keine Ahnung, was da abgeht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, unter 2 Minuten. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Komm, das Basecamp und dein neues Auto warten. Jo. Ah, Währung sind hier Bitcoin oder wie? Offizielle Rentier. Okay. Schaut es mit den anderen Geschichten aus? Auch Hovercraft und Motocross? Na, dann laden wir halt erstmal wieder eine Runde. Hey, sieh einer an! Du hast es geschafft! Jetzt bist du. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier: Mudder, Mountain Climber. Und echte Sieger. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer.
Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler, unsere Chance. Deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Mhm. Okay. Neue Disziplin. Oh, Rally Raid. Ah, Motocross wird immer populär und so weiter. Je nach Rang. Gerades Fahrzeug, gerades Fahrzeug. Ey! Ich wollte aber den Ford Raptor haben. Wo ist denn der hin? Hör zu, jetzt hast du das Auto versteckt. Zack. Probefahrt. Ah ja. Huhu, guck mal her. Kann man fliegen? Sieh mal, der Heli. Mann, wie gerne würde ich damit starten. Ich wette, man könnte tolle Sachen sehen. Aha. Okay, also man kann das alles, was hier so in dem kleinen Camp ist, Probe fahren. Man kann natürlich auch direkt zum Rennen durchstarten. Das machen wir jetzt einfach mal. Ah. Schick. War leider alles viel zu teuer. Schauen wir mal, was es da noch alles so Schönes gibt. Ui. Der ist ganz schön lang, ey. Ah, das ist auch immer geil hier bei Rally Rail. Da, na, bin mal da. Wenn du so einen Reifen drauf hast, das schaut schon ganz nett aus. Wobei es den Porsche natürlich jetzt echt hässlich macht. Der hat einfach auf Rallye-Strecken nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Kult 300. Ah ja. Oh, so ganz schick. Season Pass. Ariel Nomad. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal das gerade Auto. So, Farbe ja. Lustig, welcher Spaßvogel war denn am Werk? Felgen genau gleiche Spaß. Jo. Immerhin, besser wie nix. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld. Live Battle, Player vs. Player, aha. Okay, also wir können auf jeden Fall online spielen, Spieler gegen Spieler. Das wäre ein Rally Raid Event. High Speed Drifter, auch Rally Raid, das hatten wir vorhin uns angeguckt. Hier wäre das Heim. Was muss ich jetzt machen? Einfach nach links, Strecke. Schauen wir mal, was passiert. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich. Klar, man kann jetzt wieder was anderes auswählen, aber ich dachte eigentlich, ich konnte jetzt hier wegen rumfahren. So wie er gesagt hat. Bilder machen, leicht verdientes Geld. Jetzt habe ich doch wieder den Ford Raptor. Ach so. Naja, das ist Ziel von eben. Puh. Das sind aber dann lange Ladezeiten. Live-Karte. Ja, dann Punkt markiert.
Meteoritenkrater, Slalom, soll ich da hin oder? Blitzreise, Wegpunkt setzen. Also wir machen jetzt mal Blitzreise. Geht am schnellsten. Hörst du das Piepsen? Das ist dein Radar, der anschlägt. Ah. Das heißt, dass da eine Live-Belohnung ist, die du einsammeln kannst. Je näher du bist, desto schneller das Piepsen. Versuch sie zu finden. Also schon mal interessant. Gibt es auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung hier. Es ist ganz einfach. Für alles, was du machst, kriegst du Follower. Je mehr Follower du hast, desto mehr coole Dinge kannst du machen und kriegst noch mehr Follower. Und Bugs. Viele Bugs, mit denen du all das coole Zeug kaufen Bugs kannst, das wir okay. brauchen. Schaut aus wie Bitcoin, aber gut. So, jetzt gehe ich einmal in den Fotomodus und mach Bild. Und dann war es das, oder wie? Okay, das ist die Foto-App. Damit kannst du Bilder machen und teilen. Ja, sogar besondere Momente für das Fotoalbum einfangen. Und falls die Aufnahme misslungen ist, keine Sorge. Mit der Zeitleiste kannst du zurück und den richtigen Augenblick finden. Ja, aber wenn er jedes Mal laden muss, jetzt habe ich auf Replay gedrückt. Jetzt lädt er doch schon wieder. Ja, ernsthaft? Finde ich gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir wollen doch jetzt ein Bild machen. Schmeißt er mich wieder raus aus dem Ganzen. Also gehen jetzt einfach mal raus. Und machen einen Schnappschuss. So. Nö. Braucht man nichts teilen. Was habe ich denn? Ja, gut, okay. So. Jetzt haben wir das abgehakt, oder? Steht aber wieder Meteoritenkrater da. Du kannst die Karte öffnen, um zu sehen, ob irgendwo Aktivitäten verfügbar sind. Du kannst aber auch einfach rumlungern. Ich weiß trotzdem nicht, was er mit Meteoritenkrater südwestlich vom Offroad-Hauptquartier
Luftansicht. Hab ich doch gemacht. Jetzt ein bisschen irre führen. So, da geht's raus. Die Emote-Tafel. Ah, guck mal, da ist was. Das Radar funktioniert nur unterwegs. Also fahr los, wenn du die Live-Belohnung finden willst. Du hast sie! Gut! Live-Belohnungen gibt es überall. Und du kannst immer dein Radar benutzen, um sie aufzuspüren. Geil! Das finde ich gut. Also kleinere Tuning-Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall auch. Okay. Cash for me. Morgen gibt's eine Lettering. Okay. Wo hänge ich denn jetzt hier fest? Ach, an dem Tisch. Da laufen muss gelernt sein, ne? Das Blöde ist, dass ich jetzt links dieses Blöde mit den Fotos stehen habe. Und ich weiß, wie ich das wieder wegkriege. Mit dem reden. Kann ich verlassen machen? Okay, dann komme ich wahrscheinlich wieder zum Auto zurück. Schaut doch ganz nett aus. Gehen wir auch verlassen. Gucken, wo wir jetzt hinkommen. Naja. So. Fange die Pracht eines Kondors ein. Okay, Kamera kann man auch wechseln. Alles klar. So, müssen wir jetzt... Ah ja, das ist quasi die Karte. Man muss da ein bisschen rauszoomen. Lufttempo. Landtempo. Mhm. Okay, das war jetzt hier wieder mit so Fotos, ne? Glaube ich. Ach nee, das waren hier diese... Genau, wie mit den Meteoriten gerade. Ja, ja. Wir machen mal noch schnell ein Rennen. Wo ich Bock drauf hätte. Und zwar will ich jetzt nochmal so eine Street Racing Prüfung machen. Mal schauen, ob wir jetzt ein anderes Auto haben statt dem Porsche und ob die Steuerung dann die gleiche ist. Denn ich fand die schon ein bisschen schwammig. Jetzt natürlich beim Rallye fahren war das wieder ganz okay. Aber das sind ja auch andere Bedingungen. Boah, geil, leuchtende Reifen. Findest du?
Ich heiße Latrell. Ich bin das inoffizielle Begrüßungskomitee für die Street Racing Familie. Wir tunen unsere Kisten, führen sie vor und fahren sie. Wenn sich das für dich verlockend anhört, musst du mir etwas zeigen. Ich leih dir einen Wagen, aber fahren musst du selbst. Gewinnst du, bist du dabei. Denk daran. Krieg ich schon wieder einen Porsche. Geliehen. Keine Kratzer. Ah. Ich hätte lieber den Chevrolet genommen. Aber die Reifen sind ja wohl Witz, oder? Steuerung im Street Racing, das war echt nicht ohne. Hallo, over. Ah, die Hupe geht. Das ist natürlich schön. Das hängt mir quasi am Arsch. Eieieiei. Das ist natürlich blöd, weil ich immer, wenn ich lenke und ein bisschen härter drücke, gleich auf die Hupe komme. Vielleicht kann man die irgendwie ausschalten. Okay, du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Komm mit. Ich habe etwas, das dir sicher gefallen wird. Na wie nett. Willkommen zur Street Racing Familie. Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Tio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeile. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird dir das alles abverlangen. Auch das, was ich dir noch beibringe. Du hast Talent, aber das Können fehlt dir. Siehst du diese Autos? Eines davon gehört dir, als Belohnung für deinen Sieg. Jo, prima. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen und dir stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Drifter, Dragster, egal. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Echt? Darf ich mir aussuchen, was ich will? Dann nehme ich den Bugatti. Na komm. Ich dachte, ich darf mir das aussuchen. Street Race. Drift, Drag Race und Hypercar. Was ist das für eine Frage? Warum soll ich den schönen Bugatti stehen lassen? Das ist ein klares Drag Race hier, die Viper. Ja, die sind ja wohl nichts dagegen. Das ist sorry, aber steht für mich ganz klar fest, was wir da nehmen.
Ach, das kann ich gar nicht auswählen, oder was? Wieso stellen sie es denn da hin? Erreiche Kult 1000, dieses Fahrzeug zu verdienen. Bogadische und Karbonitischen. Ja, leck's mich doch. Warum, welches Auto kann ich mir jetzt auch... Ach, weil das... Das ist quasi das gleiche wie bei den Offroad-Autos. Hier hast du Hypercar, Drag Race, Drift. Und wir müssen natürlich hier eins aussuchen. Dementsprechend wird es dann wohl der Mazda... Ach nee, guck mal. Und Ford Mustang hätten wir auch und ein Audi TT RS. 250 bei 400 PS, 250 bei 420 PS. Okay, der Mazda fällt weg. Also privat würde ich eher einen Ford Mustang fahren als einen Audi TT, aber jetzt so im Spiel würde ich fast eher zu dem tendieren. Ja, was ist das denn? Leistungsstufe 10, wo soll man damit fahren, ey? Cadillac Eldorado Brougham. Ja, geil. Die Cooper ist Countryman. So. Geil, Lomart. Gibt es auch nicht noch zufällig was, was wir auswählen können? Nein. Was ist das? Jeep Grand Cherokee. Beta Handling Edition. Er fährt dann von alleine, oder wie? Season Pass. Ja, da gibt es natürlich wieder Abertausende. Wespen-Edition. Ganz klar mein Favorit. Das ist die BVB-Edition. Ha! Weil die Leistungsstufe jetzt auch nicht so mega ist. Den Live Summit. Ah, könnten wir hinkriegen. Promotion? Wie kriege ich das? Ach, heißt nur, dass es jetzt günstiger ist. Okay. Boah, geil. Richtig geil. Alter, Ferrari F40. Was haben wir hier? Lancer Evolution X Red Fury Edition. Okay. Also das Design ist ja echt ganz nett, aber da sind mir ein bisschen zu viele Nieten. Also, dann nehmen wir mal den Audi. Wenn wir irgendwann mal vorne angekommen sind. Halleluja, ey. So. Chaka. Wow, wir dürfen sogar eine Farbe wählen. Aber schwarz ist natürlich völliges Understatement. Aber das ist auch kein schönes Rot. Das ist so ein Rot-Orange irgendwie. Weiß nicht. Silber finde ich auch nicht schlecht. Oh, Silber. Oh ja, geil. Das ist gut. Das machen wir. Hui, hui, hui. 23 neue Aktivitäten. Cool. Weißt du noch, wie wir unsere Karren pimpen wollten? Jetzt haben wir alles, was wir brauchen im Haus. Aber kein Flammenmotiv, okay? Okay. Herr Mensch. Ist ja richtig klasse. Und wenn ihr das auch so klasse findet, dann könnt ihr doch da mal reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines angespieltes Video dazu. The Crew 2. Und ja, wenn ihr da noch irgendwas sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht können wir auch mal... Ja, hallo, schreibt da einer. Können wir auch mal ein kleines angespieltes dazu machen. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.